Hallöchen ihr Lieben, seid herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder Golden Sun Dark Dawn. Ich habe zwischenzeitlich mal ein bisschen Einkäufe betätigt, das muss ja ab und zu mal sein, und ein bisschen trainiert auch. Und wir sind jetzt erstmal alle Level 33, das ist kein allzu großer Fortschritt, ich glaube alle zwei Level hoch. Aber das ist ja schon mal ein guter Ansatz, würde ich sagen. Und wir wollten ja auf jeden Fall letzte Folge mal gucken, was dieser Penner hier unten macht. Oder Pennerin, keine Ahnung. Ich konnte nur knapp vom Festland... Ey, da hört man nicht die Türen knallen. Ich konnte nur knapp vom Festland flüchten. Hätte ich am Fest in Belinsk teilgenommen, wäre ich jetzt nicht hier. Belinsk, diese gewaltige Festung, ist die Hauptstadt von Morgal, der Heimat des Wildvolks. Die alten Ruinen unter ihr versiegeln den Lunaturm. Das wissen wir ja schon. Okay, also sie ist eine Flüchtige und kommt wohl auch aus Richtung Belinsk, würde ich mal sagen. Wo jetzt halt alles ein bisschen Schutt und Asche liegt, könnte man sagen. Wir gehen nochmal ins Haus rein. Einmal kurz abchecken, ob es hier... Okay, das ist nur so ein Gemischtwarenladen. Der hat Waffen und Rüstung in einem. Ah ja, genau. Aber hier hinten gibt es noch so einen, diesen Typen. Und zwar, ich habe für Amit jetzt, nur dass sich hier keiner wundert, noch so eine extra Klinge gekauft. Hier. Und zwar diese hier. Und die ist halt verflucht. Ist halt so. Kann man auch nichts dran ändern, soweit ich weiß. Und ein verfluchter Stab kann nicht abgelegt werden. Ob das noch andere negative Effekte hat, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall haben wir, glaube ich, noch einen... Genau, Amit hat noch so einen bösen Geist um sich drum. Eine Umklammerung oder wie das heißt. Deswegen entfernen wir es mal für 50 Münzen. Haben jetzt ein bisschen weniger Gold als sonst, aber Amit wird auf jeden Fall geheilt. Also wir haben auch weniger Gold, weil ich natürlich einkaufen war. Aber das waren jetzt halt Waffen und Rüstungen. Gerade für Eoleo wichtig, da war er neu. Hat viel, ja, einfach nicht gehabt. Und jetzt sind wir wieder fit unterwegs. Da ist doch was drin. Nee, nichts Besonderes. Okay, das ist beim Touch-Dings immer ein bisschen schwierig. Der kontrolliert alles so fünfmal. Oh, ein Elixier. Hm, cool, lange nicht mehr gehabt. Und dann würde ich mal sagen, wir gucken uns ein bisschen weiter hier in Harin um. Hier unten haben wir nämlich noch Schiffe. Und hier leben ja Menschen und Wildvolk. Ich weiß nicht, haben wir das letzte Folge schon geklärt, dass ich mit jemandem geredet habe? Hat das irgendjemand gesagt? Ich rede einfach mal mit dem Dude hier. Ich muss diesen Seetang unbedingt trocken bekommen, aber ob mir das bei diesem Wetter gelingt, ist fraglich. Welches Wetter denn? Ist doch klar, ist der Sonnenschein. Man könnte meinen, jemand hätte Säulen mit einem Tuch verhüllt. Auf dem Festland herrscht absolute Dunkelheit und auf Teilen der Insel ist ständig Nacht. Nacht. Ja, ganz aussprechen ist auch nicht meine Stärke. Was ich kurz noch machen kann, ist mal hier, ich würde mal Wirbelwind hier reinmachen. Ist, glaube ich, nie verkehrt. Mal gucken, vielleicht brauchen wir noch was anderes. Genau, ich habe ganz vergessen, dieses Dorf ist ja für seinen Seetang bekannt. Hier sieht man es nochmal. Seinen essbaren Seetang. Und hier geht es nochmal runter. Da ist eine Hülle. Da will ich rein. Hallo. Na, was macht denn hier Schönes, wenn da nichts drin ist? Der steht da so einsam und allein. Und zwar eine harte Nuss, die werde ich doch gerade mal jemandem verabreichen, der sie gebrauchen kann. Und zwar die harte Nuss macht ja Verteidigung. Einsetzen, okay. 200 dies, 200 das, 200 Ananas. Okay, sie hat ziemlich wenig. Da machen wir es einfach mal bei Sweater. Man muss ja versuchen, hier Verteidigungswert immer, ne, bei allen möglichst gleich zu halten. Das hier ist, glaube ich, dieses Schmetterdings. Wer hat das nochmal gehabt? War es Tyrell? Ja, das war... Ich nehme es mal hier rein. Ich meine, Wirbelwind, es nimmt sich nicht viel. Wir werden sehen, was wir am meisten brauchen. Und jetzt trümmern wir erstmal diesen Felsen hier. Hadouken. Und dann können wir rein. Hallo? Hallo, du lustiges Viech. Ach, guck mal, da brauchen wir gerade wieder. Hat sich ja doch gelohnt, zertrümmern in die Schnellauswahl zu packen. Und dann gucken wir mal, wie wir dieses Rätsel lösen. Also das Einzige, was sich jetzt hier offenbart, ist offenbar dieser Felsen. Dieser Baumstamm. Dann dieser hier. Dann dieser hier. Und dann, dieser hier? Kompliziert ist das hier. Meine Güte. Und dann den, und da haben wir es. Hallo. Na, wie geht's denn? Was hat er gesagt? Water? Ich weiß nie, was sie sagen. Ist schwer zu sagen. Vielleicht muss ich einfach mal genau hinhören und nicht immer dazwischen plappern, aber okay. Übrigens, nicht wundern, ich habe eine leicht verstopfte Nase. Heuschnupfen oder so. Boah, dieser Blattgeist lebt im Dorf Harin und hat Macht über die Luftblasen. Über Luftblasen, okay. Seine besondere Kraft sorgt für Entspannung. Ach, das ist doch cool. Sowas kann man, glaube ich, im Team immer gebrauchen, besonders auf so Reisen, die ein bisschen kräftezehrend oder anstrengend sein können. Ich würde mal sagen, wir gucken uns hier unten am Wasser nochmal ein bisschen um. Hallo, ich rede jetzt nicht mit jedem Einzelnen. Ich meine, hier leben viele Menschen, viele Wildvolk-Angehörige, wie auch immer man es nennen soll. Und genau, hier ist überall Seetang, ist ja auch das Dorf des Seetangs. Hallo, die Monster sind... aus den Schatten gekrochen. Sie folgen dir auf Schritt und Tritt. Das nenne ich mal eine Angst, die ich nicht haben möchte. Also die ganze Zeit Verfolgungswahn von Monstern zu haben. Hallo. Nachdem ihr Schiff an einen Felsen zerschmetterte, kam das Wildvolk zu uns und bat uns um Hilfe.
Ah, ich muss zugeben, dass sie mir anfangs Angst einjagten. Sie wirkten wie Monster aus den Schatten, die aus den Schatten traten. Okay, also deswegen ist hier Wildvolk im Dorf, weil die mit dem Schiff geflohen sind und ihr Schiff ist dann zerschellt. Vielleicht haben die auch schon länger hier gelebt, aber man sieht ja, das Wildvolk ist quasi das, was hier so, ja, obdachlos teilweise ist oder einfach nur, ja, mit seinen Habseligkeiten auf einem Punkt hockt. Okay, wir gucken auf jeden Fall erstmal, was es hier hinten gibt. Wir verlassen das Dorfharren und begeben uns hier hinten hin. Okay, hier haben wir einmal so einen düsteren Eingang und so einen Turm. Ich gehe mal zum Eingang. Das sieht irgendwie interessant aus, weil das so halb von der dunklen Finsternis verschlungen ist. Untergrundpfad. Okay. Einmal hier lang gucken. Oh, da ist eine Tür. Oh, und da beginnt die dunkle Finsternis. Ah, das ist ja cool gemacht. Und dann geht es hier noch einmal runter. Da ist eine Schatzkiste. Vielleicht hat es sich gelohnt, runterzugehen. Kann ich hier lang? Ne, ist nur zum Gucken. Okay. Hier ist auf jeden Fall auch ein Schiff zerschellt. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir schauen uns mal dort drüben um einen Weg zu finden, wie wir denn zur Schatzkiste, Schatzkiste gelangen. Untergrundfahrt EG. Untergrundfahrt U1. Oh, hallo. Da kommen wir jetzt nicht runter. Da fehlt noch der Felsen. Also, unsere einzige Option gerade ist, ja, hier lang. Gucken wir mal, wo uns das hinführt. Wir werden bestimmt über kurz, über lang dahin kommen. Okay, wir haben hier eine Box, die sich verschieben lässt. Verschieber braucht man irgendwie immer. Okay, sorry. Da muss ich kurz einen Cut machen, weil mir ein Pop-up auf einmal abgepoppt ist. Ich vergesse manchmal das WLAN auszumachen. Okay. Spielplatzregeln. Nicht plötzlich von der Wippe absteigen. Verletzungsgefahr. Okay, wieso auch immer hier ein Spielplatz ist. Hier sieht es eigentlich eher aus wie so eine Minenbasis. Minenarbeiterbasis. Ich glaube mal, dass wir da rauf hüpfen können, wenn wir so machen. Ich probiere es mal. Und da brauchen wir wieder Zertrümmerer. Mensch, das ist ja praktisch. Hallo? Okay. Und hui! Ah, okay. Das geht so rum. Inwiefern bringt uns diese Box da? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ach so. Ist ja ganz klar. Habe ich jetzt gerade nicht eins und eins zusammengezählt, aber jetzt habe ich es dann doch gerade noch so rausgefunden. Das müsste es eigentlich sein, oder? Was für eine präzise Backflip-Landung hier auf diesem Podest. Okay, was haben wir da? Ein Stirnband? Ein Ninja-Band. Das finde ich ja auch super. Ich bin gerade ein bisschen so am Naruto gucken. Und da gibt es, hier gibt es in diesem Spiel sowohl ein Ninja-Band. Komm, das ziehen wir an. Das hat auch, glaube ich, noch einen kleinen Boni. Hier gibt es sowohl Ninja-Bänder als auch, habe ich, glaube ich, gerade gesehen, hier, Kunai-Blitz. Also man hat Kunai-Messer. Das ist nette Anspielung. Ich denke mal, es ist alles Anspielung an Naruto sein sollen. Vielleicht auch einfach an Ninja. Ja, wie nennt man das? An Ninja-Praktiken einfach. Aber ja, einmal nochmal hier ein Backflip. Keine Ahnung, wieso ich das so gut kann, aber okay. Ich bin mir sicher, es gehört zur Ausbildung eines jeden Adepten. Okay. Hier geht es erstmal so ein bisschen an der Kanalisation entlang und dann hier raus. Boah, ist das ein riesiger Umweg. Ich will doch nur zu diesen Leuten dahin. Hier geht's lang. Da gehe ich mal vielleicht kurz. Ich hoffe, hier geht's raus zu dieser Kiste, aber offenbar noch nicht. Vielleicht später. Also hier geht es erstmal nirgendwo lang. Aber wir können ja erstmal hier so ein bisschen ne, unsere gerade gelernten Backflip-Techniken ausprobieren. Was heißt gerade gelernt? Ich glaube, das konnten wir auch schon in den vorherigen Parts, aber ist auf jeden Fall cool, dass das geht. Oder beziehungsweise, dass das so cool aussieht. Und okay, wir sind wieder hier. Das heißt, jetzt müssten wir eigentlich zu den Leuten da hinkommen. Genau, das ist doch der Block, den man hier verschieben musste, sollte. Ah, guck, da liegen sie. Ich muss gerade sagen, dieses Gesicht sieht sehr aufgebappt aus. Das kennt man ja aus etwas älteren Videospielen mit so leicht aufgeklebten Gesichtern. Aber was soll's? Wollen wir mal jetzt nicht meckern. Ah! Oh. Kaburu. Wer seid ihr? Da kommen erstmal so 50 Leute rausmarschiert. Wer seid ihr beiden? Ganz ruhig, Kaburu. Diese Leute scheinen in Ordnung zu sein. Zumindest sind sie keine Monster. Kaburu, dieser Junge ist seit dem Einbruch der tiefen Finsternis verschollen. Naja, offenbar ja nicht. Wir sehen ihn direkt vor uns, aber okay, was soll's. Ihr tragt die gleiche Kleidung wie die Leute aus Harin. Und ihr riecht wie Fischer. Das sind wir in der Tat. Doch mein Großvater ist auch ein Geschichtenerzähler. Sein Name ist Ikaru. Ikaru, dieser Geschichtenerzähler ist ein Historiker und lebt im Dorf Harin. Er ist sehr pflichtbewusst und geht stets seiner Arbeit nach. Seit dem Verschwinden seines Enkelsohnes Kabu macht er sich große Sorgen und wirkt oft abgelenkt und unkonzentriert. Ich habe das Gefühl, dass wir mit ihm hätten reden sollen. Wahrscheinlich war es dieser alte Mann dort unten am Wasser? Keine Ahnung. Naja. Natürlich hätte ich in die Fußstapfen meines Vaters treten können. Doch ich bin nun mal der geborene Fischer. Oder, ach so, das hat der Mann gesagt. Hoppala.
ziemlich unklug von dir, unter diesen Umständen das Haus zu verlassen. Du hast Glück, dass wir dich gefunden haben. Glück? Die beiden sehen nicht gerade so aus, als ob sie von Glück verfolgt werden. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Mein Vater hat sich das Bein gebrochen und ich kann nichts für ihn tun. Warum guckt er dann so böse? Ich bin mir nicht sicher, ob sie mir helfen können, mein Sohn. Sie sehen, ich sehe keine Krücken oder Verbandszeug oder ähnliches. Sowas brauchen wir nicht. Du wirst bald wieder aus eigenen Stücken laufen können. Hä? Das klingt sicher verrückt, aber entspann dich einfach und lass es uns nur machen. Okay, macht er jetzt, na gut. Ich hätte jetzt vielleicht gedacht Chiara oder so, aber wir können ja fast alle heilen, von daher. Kling und Bein wieder zusammen. Mit einem leichten Klingeln. Hast du das gesehen, Vater? Das helle Licht hat zuerst ihn und dann dich erfüllt. Was redest du da? Ich habe nichts gesehen. Aber mein Bein schmerzt nicht mehr. Heißt das, dass der Kleine auch Adeptenfähigkeiten hat, nur der Vater halt nicht und deswegen konnte er es nicht sehen? Und der Kleine schon? Oder können das nur Kinder sehen? Oder was? Man könnte schon wieder mit 1000 Theorien kommen? Okay, egal. Mein Bein schmerzt nicht mehr, das ist ja schon mal gut. Mal sehen, ob ich wieder auftreten kann. Krrk, wieder gebrochen. Du kannst wieder stehen. Es fühlt sich so an, als ob nie etwas gewesen wäre. Ich kann sogar wieder springen. Noch vor einer Minute konntest du dich kaum bewegen. Wer seid ihr? Das ist nicht von Bedeutung, aber ich muss es wissen. Ihr werdet eure Gründe haben, euch in Schweigen zu hüllen. Ich danke euch trotzdem. Falls ihr wieder mal in Harin vorbeischaut, besucht mich zu Hause. Wir haben nicht viel, aber ihr seid uns immer willkommen. Hey, das wollte ich gerade sagen. Streiten sich darum, wer netter sein darf? Fragt nach Ikaru, dem Geschichtenerzähler. Jeder in der Stadt kennt ihn. Okay. Zeit nach Hause zu gehen, mein Sohn. Deine Mutter macht sich bestimmt schon Sorgen um uns. Los, lass uns sehen, wer von uns beiden schneller ist. Naja, jetzt mit seinem heilen Bein. Boink. Ratatatatat. Ja, er klettert langsamer, zumindest hört sich so an. Okay, weg sind sie. Ein goldiges Kerlchen. Kerlchen. Das hast du sehr gut gemacht, Reef. Blush. Ach, das war doch nicht der Rede wert. Von so etwas lasse ich mich gerne von unserer eigentlichen Mission ablenken. Aber lasst uns nun weiterziehen. Juhu, okay. Ich werde mal kurz einen Blick auf die Zeit schmeißen. Aber erstmal gehen wir raus. Hier schön am Rand der tiefen Finsternis. Oder müssen wir außenrum? Ich glaube, wir müssen außenrum. Einmal durch. Bestimmt werden wir gleich angegriffen. Komm schon. Okay. Keine Monster. Aber die Kiste können wir aufmachen. Was haben wir denn da? Vielleicht als kleinen Abschluss fürs Video. Noch eine verzauberte Klinge. Muramasa. Okay. Ich kann kurz gucken, ob ich die anlegen kann. Ich meine, verfluchte Sachen. Ich weiß nicht, ob die im Kampf einen Nachteil haben, aber auf jeden Fall sind sie, kann man sie nicht ablegen. Das ist ja schon mal. Okay, also ich könnte sie anlegen und die macht erheblich viel mehr Schaden. Tyrell auch, aber der hat sowieso schon höheren Schaden als ich. Und damit sind wir auch die Einzigen. Das heißt, ich werde sie anlegen. Matthew kann keine weiteren Items tragen, soll er tauschen? Ja, natürlich. Dämmerschwert. Schon wieder die Türen knallen, ich glaub's ja nicht. Vor allem dieselbe Tür. Okay, ich wurde nun verflucht. Aber es macht nichts. Deswegen habe ich auf jeden Fall erstmal schon mal einen höheren Angriffswert, was ja nicht schlecht ist. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Ich denke mal, dass wir jetzt bei der Zeit angekommen sind. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mich das gerne durch ein Däumchen nach oben wissen, einen netten Kommentar oder sogar ein Abonnement. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video oder der nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und ciao.